Ja, moin. Wir hatten gerade Sport- und Kulturausschuss und ich versuche einfach mal kurz zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Es ging zuerst ums Manneken-Theater. Das hat seine alte Wirkungsstätte jetzt verlassen und wir haben heute beschlossen, dass das Manneken-Theater im Foyer des Freibads in Hengstforde in Zukunft seine neue Wirkungsstätte für 4 Monate im Winter findet. Ja, dann ging es um die Sporthallen in der Gemeinde Apen. Der TV Apen hatte vor einiger Zeit einen Antrag auf den Anbau einer Gymnastikhalle gestellt. Und in dem Zuge wurde die gesamte Sporthallenlandschaft der Gemeinde Apen einmal beleuchtet. Und es wurde halt festgestellt, dass gerade in der Sporthalle Apen ein sehr hoher Sanierungsbedarf ist. Und ja, da hat der TV Apen die VW-Milliarde ins Spiel gebracht. Und leider ist es jetzt so, dass der Sanierungsbedarf insgesamt schon 2,2 Millionen ausmacht bei der Sporthalle Apen. Und der Anbau an sich würde 500.000 Euro ausmachen. Und allein durch den Sanierungsbedarf werden diese Fördermittel plus Bundesfördermittel schon verschlungen, so dass ein Eigenanteil bei der Gemeinde Apen von 1,1 Millionen für die gesamte Maßnahme Sanierung, Sporthalle und Anbau überbleiben würde. Ohne Anbau würden es 600.000 sein. Wir werden uns über das ganze Thema dann nochmal im Herbst unterhalten, wenn wir auch im Prinzip wissen, wie sieht es eigentlich mit den Finanzen der Gemeinde Apen aus? Also haben das im Prinzip alles nochmal so ein bisschen offen gelassen und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ja, dann haben wir Sportgerätebeihilfe thematisiert. Die wird jetzt für Jugendliche in den Vereinen von 2,50 € auf 4 € pro Jahr erhöht. Das Freibad öffnet vermutlich am 25.05., was ich eine sehr erfreuliche Nachricht finde. Und wir haben auch beschlossen oder darüber gesprochen, dass wir höchstwahrscheinlich auch die Saison entsprechend verlängern werden. Also das, was wir verloren haben, wird hinten im September drangehangen, sodass wir volle 4 Monate Freibadöffnung wahrscheinlich haben werden, aber unter eingeschränkten Bedingungen. Das muss man dazu sagen. Es wird sicherlich nicht die Freibadsaison sein, die wir normalerweise gewohnt sind. Zuletzt ging es um die Ehrenamtskarte. Da schlagen wir die Brücke zum Freibad. Es wird in Zukunft für Ehrenamtskarteninhaber, die kann man beim Landkreis beantragen, wenn man entsprechend ehrenamtliche Arbeit in umfangreichen Maß leistet. Und dafür gibt es im Freibad einen ermäßigten Eintritt, den auch eben die Jugendliche bezahlen. Das waren so die Themen, die wir heute im Sport- und Kulturausschuss besprochen haben. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen, ja, auf den Stand gebracht. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Bis dann, ciao.